Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heavy Cargo The Truck Simulator. Und heute, ja, ihr habt schon im Titel gesehen, mit einer ganz besonderen Frage. Und eigentlich, dieser Vergleich ist nicht von den Händen zu weisen. Jeder wird's tun, jeder will's wissen. Und wir gucken heute, was ist besser, Euro Truck Simulator oder Heavy Cargo Truck Simulator? Und ihr habt richtig gehört, wir. Denn ich bin nicht alleine, weil ich habe nicht so viel ETS gespielt, aber ich habe Psycho mit dabei. Hallo an dich erstmal. Hallo. Und ich würde sagen, Psycho stellt sich und seinen Spielstand mal kurz vor, dass die Zuschauer auch wissen, wie sehr du in ETS drin bist. Ja, also ich spiele ETS schon locker irgendwas zwischen 5 und 10 Jahre irgendwo. Ja, diversen Spielstunden von rund 3400, 3500 Stunden. Gut, geht mehr. So ist nicht, aber so krass sucht ich jetzt auch nicht rein. So krass Und ja. sucht dich jetzt nicht rein, 3000 Stunden. Ah. Ja, und als ich Psycho gefragt habe, ob wir dieses Video hier machen können, hat Psycho gleich einen Kommentar gehabt. Willst du ihn selber sagen? Sag du den einfach. Psycho, sein erster Kommentar war: Es gibt keinen Simulator, der besser ist als Euro Truck Simulator. Und ja, genau das ist das Thema der heutigen Folge. Und ja, ich werde nebenbei ein bisschen mit dem LKW durch die Gegend fahren. Psycho hat mir auch ein paar Aufnahmen gegeben, also da können wir auch mal den Vergleich ziehen nebenbei. Und das wird aber nicht alles sein. Es wird noch ein kleines Gewinnspiel geben. Nebenbei das erste Gewinnspiel bei mir auf dem Kanal. Und zwar habt ihr jetzt die Chance, ein Key für Heavy Cargo Simulator zu gewinnen, zur Verfügung gestellt vom Entwickler. Dankeschön dafür. Aber da würde ich sagen, kommen wir später zu, wenn ihr wissen wollt, was ihr machen müsst. Dann müsst ihr noch ein bisschen gucken. Man muss ja auch ein bisschen dafür sorgen, dass ihr jetzt hier weiterguckt, ne? Ja, grundsätzlich, was ich halt, habe ich auch schon in zig Folgen gesagt, was ich extrem gut finde, ist Regen und der Detailreichtum im Innenraum. Allerdings muss ich sagen, da hatte ich Euro Truck Simulator noch nicht gesehen. Also, ich blende hier mal kurz einen Zusammenschnitt von Psycho ein. Dass wir da mal die Innenansicht sehen. Ja, was sagst du? Ist schon. Also ich sag mal so, es ist nicht auf den Höhe, also nicht auf den komplett höchsten Einstellungen, die es geht, weil die es gibt so gesehen. Aber ja, es ist ja gut, ne? Es gibt gute Details. Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, ich würde mal sagen, so. Ja, es ist halt vielleicht doch ein bisschen einfacher gehalten hier in Heavy Cargo Simulator. Aber was wir eben auch schon gesagt haben, man kann halt in Euro Truck Simulator nicht rausgehen und das ist, glaube ich, auch wirklich nur LKW fahren, ne? Ja, in ETS ist halt so, du fängst halt an mit, ich glaube, Startbudget, ich glaube, 2000 Euro und fährst am Anfang halt Miet-LKWs, die du gestellt bekommst, die du von A nach B fahren musst. Kannst dir dementsprechend auch einen Kredit aufnehmen, damit du einen eigenen LKW haben kannst und holen kannst und fährst halt von A nach B. Du kannst halt nicht aussteigen, du hast halt Tag, Nacht, wie in jedem Spiel eigentlich. Aber sowas wie Aussteigen fehlt aktuell noch. Ja gut, die Frage ist ja auch, also ETS ist ja gar nicht so aufgebaut, dass man es halt braucht. Also wenn man jetzt nur ETS an sich nimmt, fehlt es ja quasi auch nicht. Was ich halt als ganz krassen Unterschied sehe, ist halt in ETS, also ne, ETS, wenn wir von ETS sprechen, meinen wir natürlich Euro Truck Simulator für alle, denen das Spiel nichts sagt, obwohl ich glaube, dass es davon keinen gibt. Würd ich fast behaupten. Zumindest aus der Gaming-Szene. Du sitzt halt echt Stunden da dran, ne?
Was war deine längste Also, Tour so? meine längste Tour, die war nicht auf der Standard-Map, sondern auf der Pro-Mods. Eine Mod-Map, die man sich für ETS runterladen kann, wofür man allerdings alle Map-DLCs braucht. Dann bist du natürlich auch schon kostentechnisch nicht mehr allzu günstig, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, wenn du dir die DLCs, gutes Going East DLCs, das billigste mit, glaube ich, 5 oder 6 Euro. Sonst kosten die DLCs alle so, ich glaube, 15, 16, 17, 18 Euro pro DLC. Also, nebenbei, ich recherchiere das mal im Nachhinein und blende mal den Preis von Euro Truck Simulator mit allen DLCs ein und blende euch das mal hier ein. Im Vergleich, Heavy Cargo Simulator liegt halt jetzt, glaube ich, bei 11, 12 Euro. Blende ich euch auch nebenbei ein. Ja, mal kurz das Ganze natürlich, wenn ihr da zuschlagen wollt, falls ihr nicht gewinnt, mit dem MMO-Code von mir. Ja gut, aber eigentlich wollte ich jetzt hier keine große Werbung machen. Es ist halt, du hast halt hier in Heavy Cargo Simulator, Heavy Cargo the Truck Simulator, so heißt das Spiel ja richtig, generell etwas kürzere Routen. Also ich sag mal so, eine durchschnittliche Route liegt hier, sage ich jetzt mal so, 20, 30 Minuten. Und das ist, finde ich persönlich, viel angenehmer zum Fahren. Also, naja, natürlich ist es nicht so realistisch, als wenn du wirklich da eine lange Zeit fährst, aber du hast halt mehrere Aufträge und hast halt mehrere LKWs, die du fahren kannst und hast schneller nochmal ein Erfolgserlebnis. Also mir persönlich ist halt Euro Truck Simulator ein bisschen zu langwierig. Also ja, ohne das jetzt böse zu meinen, fährst du ja quasi überwiegend nur auf der Autobahn hin und her. Gut. ETS, ja, hat eine, auch wenn du Basis-Map hast und mit eventuell noch eine ganze Map-DLCs und nur ein paar DLCs, es ist größer auf jeden Fall. Du kannst von einer Tour fahren, die 1000 Kilometer geht, kannst du auch, keine Ahnung, eine Tour fahren, die 200-300 Kilometer geht. Der Unterschied ist halt, dass du für eine 200-300 Kilometer Tour auch so ein Roundabout 15 Minuten bis eine halbe Stunde brauchst. Wo du halt bei einer 1000 plus Kilometer Tour bist, bist du halt schon etwas länger unterwegs halt. Ja. Kann bis auf eine Stunde plus gehen, so gesehen. Also ich sag mal so, wenn es mit mehreren Leuten spielst und nebenbei auf dem Discord oder Teamspeak sitzt, kann das bestimmt auch cool sein, aber es ist halt wirklich, es bindet dich sehr lange. Ich finde halt Heavy Cargo Simulator kannst du halt auch mal anmachen und kannst mal eine Stunde spielen und hast was geschafft, wenn man das so sagen kann, in einem Computerspiel. Was halt in ETS, ja, machst du ETS für eine Stunde an? Mal mache ich es für eine Stunde an und fahre nur kleine Touren, die so 200-300 Kilometer sind. Mache ich halt ein paar davon, mache dann nach einer Stunde aus oder fahre halt nur eine kleine Tour und mache danach aus. Kommt darauf an, wie ich halt Lust habe und generell Bock drauf habe. Aber meistens hängt man, also wenn man richtig hart Bock hat, dann hängt man schon ein bisschen mehr, mehrere Stunden teilweise. An dem Game, zum Beispiel meine längste Tour, das war wie gesagt auf der Pro-Mods. Da bin ich einmal quer über die Map gefahren, von Grönland runter nach Irak. Mit Seeweg und Landweg insgesamt waren das rund 10.000 Kilometer. Davon gefahren bin ich, ich glaube, 5.000, 6.000 Kilometer. Und da bist du halt schon mal so locker 3, 4, 5, vielleicht sogar 6 Stunden dran. Nur für eine Tour. Gut, du machst, ich habe das jetzt mit Pausen gemacht. Ich bin jetzt nicht dauerhaft gefahren.
Ich habe zwischendurch, ich glaube, auf der ganzen Tour habe ich, glaube ich, ein oder zwei Pausen gemacht, die so locker 15 bis eine Dreiviertelstunde gingen. Und ja. Unterm Strich kann man, glaube ich, ganz gut den Vergleich, also wenn man den Vergleich Heavy Cargo Simulator und Euro Truck Simulator vergleichen will, kann man, glaube ich, genauso gut Forza Horizon 5 und Assetto Corsa Competition vergleichen. Assetto Corsa Competition ist halt ein Rennsimulator, der wirklich bis aufs Letzte alles simuliert. Bis hin zum Reifendruck. Und Forza ist ein bisschen Arcade-lastiger. Also auch schon sehr realistisch, aber ein bisschen Arcade-lastiger. Und ich glaube, genauso würde ich die beiden Spiele schreiben. Wenn man wirklich was will, was bis ins letzte Detail realistisch ist, einschließlich lange Fahrten, rückwärts einparken, allem, was dazugehört. Ich glaube, Spritverbrauch geht ja sogar auch. Wettertechnisch haben beide Spiele. Ja, also wer wirklich die hundertprozentige Hardcore-Simulation will und bereit ist, mehrere Stunden auch an einer Tour zu sitzen, für den ist, denke ich mal, Euro Truck Simulator das richtige Spiel. Und wer sagt, boah, so ein bisschen LKW fahren und mal hier ein bisschen da ein bisschen gucken, wie die Kurven sind und dass man das alles hinkriegt und auch mal größere LKWs, gerade in der ersten Folge. Ich glaube, den LKW wird man so nicht in Euro Truck Simulator kriegen. Sonst gibt es in Euro Truck Simulator natürlich auch Schwertransporte. Ja, also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, guckt mal in die Videos. Besonders das erste. Das ist auf jeden Fall ein Highlight gewesen, der LKW. Aber ich würde sagen, wir machen mal kurz nochmal, dass wir rüberschwenken zu Heavy Cargo Simulator. Game-technisch, videotechnisch. Und kommen mal zum Gewinnspiel. So, kommen wir zu dem Gewinnspiel. Alle, die bis hierhin geguckt haben, schon mal Dankeschön, dass ihr geguckt habt. Ja, das Gewinnspiel werde ich quasi nächste Woche Mittwoch, also am 16.10. ab 12 Uhr kommt, kann ich jetzt schon mal sagen, auch ein Video zu diesem Spiel. Und in dem Video werde ich sagen, wer gewonnen hat. Das heißt, ihr habt quasi bis Dienstag um 18 Uhr Zeit, das heißt am 15.10. Und ich würde sagen, wir machen das ganz einfach, gar nicht groß mit einem Rätsel. Ihr schreibt mir einfach in die Kommentare, warum ihr gewinnen solltet. Und dann gucke ich die Kommentare durch und dann, ja, erzähle ich euch, wer gewonnen hat. Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, wie ganz normal bei jedem anderen Gewinnspiel, keine Auszahlung etc. pp. Die kleinen rechtlichen Ausschlüsse. Aber so, ja. Mehr gibt es eigentlich zum Gewinnspiel auch schon sich zu sagen. Ich hoffe, dass es euch freut. Wie gesagt, das ist das erste Gewinnspiel. Falls ich irgendwas in Zukunft bei Gewinnspielen besser machen kann, könnt ihr mir das auch gerne mit reinschreiben. Ist wie gesagt das erste Mal, dass ich sowas mache. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier gleich mal über zu dem Tuning-Menü. Ja, kann man es Tuning-Menü nennen? Ja, ich glaube schon. Optisches Tuning, was man hier in Heavy Cargo Simulator machen kann. Ich kann euch dann auch gleich nochmal eine Aufnahme von Psycho zeigen, wie es in ETS aussieht. Wir können halt hier die verschiedenen Fahrgestelle wählen. Das habe ich halt schon freigeschaltet. Das Fahrgestell noch nicht. Die bekommt man quasi mit den verschiedenen Aufträgen. Und ebenso gibt es hier dann Stoßstangen oder Anbauteile. Hier irgendwie. Also man kann auch schon einiges machen, aber ich glaube, man kann in ETS, muss ich zugeben, glaube ich, mehr machen. Ja, ich habe hier leider noch einiges gesperrt. Gucken wir mal, ob ich bei dem mehr frei habe. Ja, okay. Ich habe noch nicht allzu viel frei. Ich blende euch gleich mal, wie gesagt, die Sicht aus ETS ein. Da kann Psycho schon ein bisschen mehr zeigen. Aber ihr seht es hier, hier gibt es auch einiges zu modifizieren. Ich habe hier mal in der Innenansicht hier so einen Wimpel drin. Hier Notizblock auf dem Beifahrersitz können wir auch was packen. Haben wir den Beifahrersitz da?
Können wir auch was draufpacken. Gibt halt hier viele Sachen, die man noch freischalten kann. Und die schaltet man halt immer mit den Aufträgen frei. So ist es hier zumindestens. Lackieren können wir natürlich, ja, lackieren können wir auch in zwei Lackierungen. Entweder sind wir Gruber Logistik oder wir sind Universaltransport. Aber das Achter, also 8x4 Fahrgestell finde ich schon nice. Weißt du spontan, was das größte Fahrgestell in ETS ist? Gleiche. Okay. Gibt es überhaupt mehr? Weiß ich nicht. Als Safe gibt es bestimmt, so in echt gibt es bestimmt Fahrwerke, die noch ein, zwei Achsen mehr haben, so ist nicht. Aber so in ETS gibt es auch nur die Variante, die man gerade bei dir sieht. Ich weiß gar nicht, ob es mehr. Aber das könnt ihr Allerdings gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es wirklich nicht. nicht mit der kleinen Kabine, dieses 8x4 Fahrgestell kannst du nur mit der großen Kabine in ETS fahren. Okay. Ja, kann ich mir hier leider noch nicht angucken. Schade. Untere Radkästen, da haben wir Kabine. Also das ist schon die XL. Okay, anscheinend sind die Kabinen nur von der Höhe unterschiedlich hier. Nicht halt dieses, was man kennt, dass hinten noch was dran ist. Aber ist halt auch die Frage, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Ich sag mal so, ETS ist ein Spiel, was schon lange draußen ist, was etabliert ist. Heavy Cargo Simulator ist jetzt neu rausgekommen. Ob es da Updates geben wird, ob sich da was verändern wird, das muss die Zukunft zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall mal die Sicht, wie es in ETS ist. Ich weiß nicht, Also ob du spontan ja. was zu sagen kannst. Also ja, du hast halt ja, allein schon beim Händler, gut, du hast zwei verschiedene LKW-Händler. Du hast halt den gebrauchten LKW-Händler, da gibt es halt die ja, gebrauchten LKWs, die billiger sind. Du hast halt den neueren. Ja, du hast halt so schon eine große Auswahl an LKWs, die du halt so gesehen generell konfigurieren kannst von den Marken her. Gut, im Video wird man jetzt nur den Scania S sehen, den ganz neuen. Du kannst da alles konfigurieren von Kabine, Fahrwerk kannst du dir von zwei Achsen bis zum acht, acht Achsen genau, bis zu vier Achsen aussuchen. Motortechnisch kannst du von, keine Ahnung, ich glaube, das niedrigste ist, glaube ich, 300 irgendwas. Gut, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt im Video oder habt ihr schon oder ihr habt es schon gesehen im Video. Bis auf 710, 730 meine ich, PS hochgehen. Ja, ihr könnt halt alles so gesehen machen, weil wie ihr Bock drauf habt. Innenraum verändern, lackieren. Und ja, es gibt halt einen Haufen an Optik-Sachen, die man halt auswählen kann, von Basisausstattung bis halt High-End-Ausstattung. Ob ganz viel Plastik oder ganz viel lackiert oder alles lackiert, bis ganz viel Chrom. Oder ob fahrender Weihnachtsbaum oder gar kein fahrender Weihnachtsbaum, könnt ihr alles auswählen, wie ihr möchtet und euren LKW persönlich gestalten, wie ihr Bock drauf habt. Der Und beim Riesenvorteil ist natürlich, dass es für ETS auch, ja, keine Ahnung, unzählige Mods gibt, wo du natürlich dann Sachen, die nicht im Spiel sind, noch reinholen kannst. Ich weiß nicht, ob Heavy Cargo Simulator das auch machen. Also, ich finde immer, für einen Spieleentwickler, so als Spieler, finde ich es persönlich das Beste, was er machen kann, dass du Mods erlaubst, weil im Prinzip, sind wir mal ehrlich, es gibt viele Mod-Entwickler, die entwickeln eine Mod. Da zahlst du als Entwickler nichts für. Und dein Spiel wird an der Stelle verbessert, wo die User sagen, hier, da und da. Oder sich ein Mod-Entwickler denkt, boah, das fehlt mir im Spiel, das baue ich jetzt. Und alle können es nutzen. Ne? Das ist halt schon, ja, krasser Vorteil sozusagen. Ne? Und du hast eventuell so die Chance, als Mod-Entwickler in das Studio reinzukommen.
wo, also ins Entwicklerstudio so gesehen reinzukommen, weil, soweit ich weiß, gibt es glaube ich ein paar Mod-Entwickler von ETS, die Mods gemacht haben für ETS, die jetzt glaube ich auch schon bei SCS-Software, also bei die Programmierer so gesehen von, oder die Publisher oder whatever von ETS und dort halt zu so arbeiten halt, halt angestellt wurden. Ja, aber da haben wir als Spieler ja nichts von. Ja, Ja. aber so grundlegend als Fazit, ja, welches Spiel ist jetzt besser? Ich sag mal so, ich persönlich würde sagen, man kann nicht sagen, das Spiel ist das Bessere. Man kann nur sagen, das Spiel passt besser zu mir und meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, weil. Ja, es sind unterm Strich, es sind beides Simulatoren, sind aber doch grundlegend anders aufgebaut. Gerade was die Länge betrifft. Was würdest du sagen, so als Abschluss, als eingefleischter ETS-Fan? Gut, ja, ich werde ETS wird in meinen Augen so gesehen eins der besten sein, aber es ist letztendlich ist es halt jedem seins. Ob man Bock hat, in einer Region halt mit Schwertransport rumzufahren oder halt dementsprechend durch ganz Europa zu fahren, ist halt jedem seins. Ja. Jeder hat seine eigene Meinung halt, ne? Ja. Unabhängig vom Gewinnspiel, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, welches Spiel ihr besser findet oder wo ihr sagt, das würdet ihr eher ausprobieren. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen in irgendeinem von beiden. Wie gesagt, ich bin gespannt, davon zu lesen und würde zum Abschluss sagen, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, jetzt hier am Ende wird euch nochmal die Playlist zu dem Spiel vorgeschlagen. Guckt da gerne nochmal rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Und damit sagen wir erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.